Dingespül. Hier haben wir wieder unser Rollerteam-Fahrzeug in der Fertigstellung. Wir sind jetzt heute komplett fertig mit dem Auto. Ich habe jetzt gerade noch die restlichen Sachen gemacht: die, das Dach geputzt, alles sauber gemacht, unsere Tücher und Reste beseitigt, auch den Innenraum schön gepflegt. Und wie ihr seht, hat der gute Rollerteam hier einige Platten aufs Dach bekommen, also die eine hier, die war schon. Wir haben 1, 2, 3, 4 Platten dazu gemacht. Das sind nochmal 4 mal 120 WP. Und ja, damit kann man schon richtig was anfangen. Hier hinten haben wir nochmal eine mit 100. Um, über einen extra Solarregler, gut, die war schon drauf, die nützt man natürlich, die braucht man nicht runterschmeißen, deswegen. Somit haben wir jetzt richtig anständig Power auf dem Dach. Dann hat er serienmäßig schon eine Sattschüssel verbaut gehabt. Die haben nicht wir verbaut, die war schon. Drum auch hier die Kabelführung, das war schon alles so. Da mussten wir uns natürlich anschließen mit den Dachdurchführungen und so weiter. Aber das ist uns ganz gut gelungen, schaut ganz sauber aus. Ähm, ja, das war die Solaranlage. Jetzt gehen wir mal runter. Und. Zeige ich euch nochmals, was wir alles gemacht haben. Zum einen hier im Heckbereich haben wir natürlich die zwei Steckdosen verbaut zum E-Bike-Laden. Die haben wir hier im Heck verbaut, 230 Volt. Da haben wir die ganzen Kabel natürlich komplett rumziehen müssen. Dann gehen wir in den Innenraum. Da haben wir schon einen Gaswanner verbaut, wie ihr seht, gleich rechts. Der war aber schon serienmäßig hier verbaut. Ja, über Sinn oder Unsinn kann man jetzt hier streiten. Meiner Meinung nach ist er hier falsch platziert. Hier war er zwar einfach zu montieren, weil hier hinter dem, ähm, ja, hinter der Begrenzung, hinter dem Polster oder hinter dem Holz ist natürlich gleich der 12-Volt-Anschluss gewesen. Und mein, im Eingangsbereich finde ich nicht ganz glücklich, weil wenn man schon irgendwas, äh, sache jetzt einmal, verbaut, dann macht der Gaswanner für mich hier im Schlafbereich natürlich ein bisschen mehr Sinn. Aber gut, das ist Geschmackssache. Jo, was haben wir noch verbaut? Dann haben wir hier hinten natürlich noch zweimal die Steckdosen hier unterm Schrank verbaut, wie ich ja im anderen Teil schon angedeutet habe. Eine 230 Volt, eine 12 Volt Steckdose. Ja, damit man da hinten einfach auch mal Handy laden kann oder irgendwas, wenn man im Bett liegt, seine Mediengeräte betreiben kann. Das ist natürlich nicht dumm, no? Um, hier haben wir eine, einen Schalter ergänzt. Um, warum haben wir den ergänzt? Weil wir hier die Nachtbeleuchtung über den Schalter extra gemacht haben. Die Nachtbeleuchtung war hier auf den halben Schalter mit drauf. Da wurde die Beleuchtung hier über diese Ambientebeleuchtung mitgeschaltet und das ist ja totaler Quatsch. Und jetzt haben wir diese Nachtbeleuchtung um, Nachtbeleuchtung heißt diese blauen LEDs hier unten im Fußraum, die hier leuchten, ne, ihr seht haben wir jetzt komplett separat zum Schalten gemacht. Und da musste man natürlich einen extra Stromkreis hochziehen und genau, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir hier oben noch eine 230 Volt Steckdose verbaut, damit der Kunde hier oben am Fernseh nochmal eine Möglichkeit hat, irgendwas für den Fernseh mit zusätzlich anzuschließen. Was auch immer, das war sein Wunsch. Dann haben wir hier vorne noch zwei Steckdosen verbaut. Einmal hier unter der Küche nochmal eine 230 Volt Steckdose. Und dann auf der Seite noch hier für das Hochbett. Das, wenn man hier natürlich dementsprechend das Bett runter macht. Zack. Muss man jetzt die Sitze umklappen, dann kann man hier... Dementsprechend, weil das Bett ja noch weiter runter geht, auch mal was einstecken, um eben was zu laden oder Handy anzustecken, Wecker oder was auch immer, was der Kunde halt so hat. Ist eine tolle Geschichte, weil da waren natürlich da oben gar nichts vorgesehen und da macht es natürlich schon Sinn, dass man da auch eine Steckermöglichkeit hat. Genau. Ja, dann haben wir hier unten ja, da zeige ich euch, machen wir nochmal auf. Voila. Legen wir mal hier herüber. Da haben wir ja den Wechselrichter verbaut. Das haben wir hier unten gemacht. Das schaut jetzt so aus: Da haben wir alles sauber verkabelt und sauber verbaut. Einmal hier das Multigerät mit 2000 WA, VA, VA 12 Volt mit 80 Ampere Ladestrom. Entspricht zöger einem Wechselrichter mit 1600 Watt, was ja vollkommen ausreichend ist. Dann haben wir hier den MPPT Regler für unsere vier Platten oben. Auch der ist vollkommen ausreichend und jo, dann haben wir die ganze 12 Volt Verteilung hier sauber sortiert und sauber eingelegt, damit es alles top funktioniert. Dann haben wir hier unterm Sitz natürlich jetzt schon verbaut unsere zwei Lion -Drons verbaut mit je 200 Ampere Stunden unter Sitz und einen 50 Ampere Ladebooster, damit auch da dementsprechend richtig was rumkommt. Dann haben wir ja hier noch unsere Displays verbaut, einmal hier den Wechselrichter und einmal hier den Batteriecomputer. Wechselrichter ist relativ simpel, hier schalten wir einfach ein, auf rechts on, dann sind alle Steckdosen mit 230 Volt versorgt und hier können wir Dementsprechend eine Landstrombegrenzung einstellen. Ich kann es hier runter regeln auf 8 Ampere oder je nachdem, was die Außensteckdose hat oder eben 16 und kann das dementsprechend einregeln. Wenn wir nach links schalten, dann kann ich den Charger only einschalten, damit dementsprechend das Gerät nur lädt und keine 230 Volt auf die Steckdosen ist. In der Mitte ist das Ganze aus und dann wird es wieder dunkel. Hier haben wir den Batteriecomputer. Hier können wir dementsprechend den aktuellen Voltstand abrufen. Wir können die Ampere abrufen, wie viel das rausgehen, wie viel Watt das rausgehen, wie viele Amperestunden das wir noch haben, sprich wie viel Prozente das wir noch haben äh, und so weiter. Wir haben jetzt noch einen Batteriestand von 84,4 Prozent. wir lassen das Auto jetzt gerade voll auf die Batterien laufen mit der vollen Beleuchtung und so weiter, mit allen Tests, schon seit heute Mittag, damit wir dementsprechend alles eben richtig ausprobieren können. Wir machen jetzt hier abschlussmäßig, also abschließend habe ich hier, was Standard bei uns ist, einen Kompletttest gemacht. Also das heißt Kompletttest, wir prüfen, ähm, ob alles funktioniert, natürlich was wir verbaut haben. Und wir prüfen aber auch, ob alles funktioniert was wir nicht verbaut haben. Also das heißt, wir prüfen auch, ob der Kühlschrank geht, ob die Heizung geht, ob alle Displays gehen und so weiter. Selbst, ob Wasserpumpe geht, ob Kochfeld geht. Kann ja sein, dass auch bei uns mal ein Fehler passiert. Wir kommen irgendwo hin oder reißen irgendwas ab oder wie auch immer bei dem Kabelgelege. Und um auf nochmal sicher zu gehen und keine böse Überraschung zu erleben, wenn der Kunde sein Auto, fahrt, sein Auto holen möchte, dass auch wirklich alles funktioniert. Und da haben wir doch glatt festgestellt, wie ich hier die Heizung probiert habe, weil das ja eine Dieselheizung ist, dass hier, wenn ich die Dieselheizung einschalte, hier drin, ein ziemlich lautes klack 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 war. Natürlich die Dieselpumpe, ganz klar, dass man die hört, kann sein, aber das war schon extrem laut. Also habe ich mich gleich um das Auto gelegt und natürlich auch festgestellt, dass die Dieselpumpe in dem Fall falsch verbaut war. Das blende ich euch jetzt mal ein. So, hier hört man jetzt eine falsch eingebaute Dieselbombe beim Neufahrzeug. Ihr hört das Klackern. Das Klackern kommt eindeutig daher, weil sie hier überall an der Karosse anliegt. Also wenn ihr jetzt hier mal nur ganz kurz die... die... Hört ihr das? Weg. Da die hier mit dem Winkel überall an der Karosse anliegt, ist das natürlich kein Wunder. Ich komme jetzt da nicht besser hin, die haben es da mit dem Winkel so komisch hingemacht und hier mit der Schraube liegt die hier direkt an der Karosse an. Somit kann das natürlich überhaupt nicht gut gehen. Das hört man natürlich im Fahrzeuginneren, gigantisch. Und hört sie auch, hört man ja hier schon echt fürchterlich an. Ihr seht, also so soll man es nicht machen. Ich habe es jetzt geändert, dass wenn man sie jetzt einschaltet, dementsprechend sich auch anständig anhört. Und in dem Sinn haben wir hier auch das Truma CB Plus verbaut, was eigentlich eine tolle Sache ist. Das CB Plus ähm, relativ simpel von der Bedienung her. Das heißt einmal drücken und hier blinkt dann schon dementsprechend das Wohnmobil mit dem Thermostat innen drin. Das bedeutet hier jetzt die Heizung. Dann drehen. Das ist der Drehwahlschalter. Hier kann ich mich durchseppen. Hier habe ich warm Wasser. Ich gehe wieder auf Heizen und drücke drauf. Stelle meine Temperatur ein. Und es ist immer drehen und drücken. Und bestätige das Ganze mit einem Druck. Und jetzt ist die Heizung an und die läuft auch gleich an. Wenn wir jetzt hier weiter drehen würden, hier kann man jetzt das Wasser nur einstellen, wieder drücken, dann gibt es hier die Möglichkeit von Eco, Hot, Boost und wieder durch Bestätigen würde dann dementsprechend das Wasser losgehen, was wir natürlich jetzt nicht wollen, weil wir Wasser nicht brauchen. Ähm, wenn wir weitergehen, haben wir hier den Ventilator, den können wir steuern. Hier können wir auch Öko, High steuern dementsprechend, lassen wir den mal auf Öko. Dann kann man hier noch dementsprechend äh, eine Zeit einstellen und hat nur den Schraumschlüssel für Einstellungen. Hier kann man nur eine Vorwahl treffen, wann die Heizung starten soll. Auch das kann man tun. Und mit dem kleinen Pfeil geht es immer wieder zurück. Das ist also wirklich relativ simpel und einfach gestaltet. Und hier haben wir wieder unsere Uhrzeit. So, jetzt machen wir die Heizung wieder aus. Also ich weiß nicht, ob ihr was hört. Jetzt hört man das klickern ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht. Wesentlich besser zu vorher. Also es ist gar kein Vergleich mehr. So, jetzt machen wir das Ganze wieder aus, weil wir stehen nur in der Halle. Voilà, wieder auf null, auf off, wieder bestätigen und aus. Hier haben wir natürlich das normale Display, Wasserbombe. Dementsprechend Außenbeleuchtung, die grundsätzliche Beleuchtung. Dann haben wir hier nur Temperaturanzeige, was wir gerade an Temperatur hier im Innenraum haben. Hier haben wir unsere Wasserstandsanzeige, die natürlich auf Null ist. Hier haben wir natürlich noch die Voltanzeige vom Aufbau, sprich, haben wir die Voltanzeige vom Fahrzeug, von der Starterbatterie und so weiter und so fort. Dann haben wir hier einen Kühlschrank, Absauberkühlschrank, ein also schickes Teil, richtig groß. Was mir hier ganz besonders gut fällt, ähm, ist das Getränkefach. Das hat der Tobi schon mal angeregt. Also das finde ich richtig toll, dass die Flaschen nicht ständig rumklepsen und rumfallen im Kühlschrank. Das ist eine geschickte Sache. Äh, auch hier nochmal kurz zur Erklärung: Der Kühlschrank ist ein Absauberkühlschrank. wenn man den anschaltet und er steht hier auf A suchte sich automatisch immer die Betriebsart, die gerade zur Verfügung steht. Jetzt in dem Fall, weil die Gasflasche aufgedreht ist, ist es Gas. Ähm, wenn jetzt er am Strom stecken würde, oder wir stecken ihn jetzt am Strom an, dann würde er automatisch auf die Steckdose springen, sprich auf äh, Landstrom. Und wenn wir den Motor starten würden, dann würde er automatisch auf die Batterie springen, außer man betätigt ihn dann auf der manuellen Basis, dann muss man hier mal kurz gedrückt halten, bis das A blinkt und jetzt können wir dann hier manuell durchschalten, wobei das A natürlich Sinn macht, weil dann erledigt er immer gleich alles automatisch und man muss nicht viel denken, das ist eine tolle Sache. Hier haben wir dann noch die Satellitenschüssel, wo verbaut ist, die, wenn man drauf drückt, natürlich ausfährt und wenn man den Motor startet, auch ganz wichtig, die auch gleich wieder einfährt, weil die natürlich am T-Plus-Signal dementsprechend auch angeschlossen sein muss. So, in diesem Sinn habe ich jetzt wieder genug gequasselt und ich wollte euch einfach nur das fertige Fahrzeug sehen, äh, zeigen. Wir haben jetzt alles fertig verbaut. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz mit einem sauberen Tuch hier durch und wische die ganzen Türchen ab, damit dementsprechend alle Fingerabdrücke von uns weg sind, damit alles sauber ist und alles glänzt. Äh, dass, wenn der Kunde kommt, er glücklich ist und sein tolles Auto abholen kann. Und wie ihr seht, es ist auch noch nagelneu. Er hat es ja direkt vom Händler gleich hierher gefahren. Und hier noch die ganze Folie drauf. Er hat noch gar nicht viel eingeräumt. Also, es ist echt ein funkelnigel-nagelneues Auto. Und dementsprechend muss man natürlich auch mit so einem Fahrzeug umgehen. Weil ich sage immer, das sind Lebensträume, wo sich der Kunde hier erfüllt. Und ja, dementsprechend müssen wir auch behandeln. So, in diesem Sinn hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich habe euch die Baureihe hier mal ein bisschen dokumentiert morgen haben wir ein Fahrzeug da von Promobil wo wir ein Liontron Akku und ein Ladebooster zwei Solar zwei Booster einbauen parallel zueinander und Donnerstag haben wir wieder ein Dieselheizung da eine Webasto wo wir umbauen ja und so jagt ein Tag den nächsten in unserer Werkstatt. In dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Ich freue mich über ein Like. Ich freue mich über ein Abo. Bleibt gesund und ich freue mich schon aufs nächste Video, wo ich machen kann. M wird nicht lang dauern. Ich denke äh, Ende der Woche werde ich da eins fertig haben aus unserer Werkstatt und dann nehme ich euch da wieder mit. In dem Sinn euch alles Gute. Bleibt wie gesagt, gesund, wir haben es bestimmt bald geschafft und dann geht es los und wir können mal wieder rausfahren. Da wird es ja höchste Eisenbahn. Also, noch einen schönen Abend und bis bald. Schöne Grüße aus Dingesbühl. Tschüss.